Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem normalen kleinen Kombi in Urlaub fahren könnt, wenn ihr 4 Personen seid und 2 Hunde und eure Familie es gewohnt ist, immer sehr viel Gepäck mitzuschleppen. Hier mal ein Bild von dem ganzen Gepäck, was ich im Auto untergebracht hatte. Versucht auf jeden Fall, jeden möglichen Stauraum zu nutzen. Zum Beispiel könnt ihr Sachen, die nicht kaputt gehen können, wie Hundefutter, hinten in den Fußraum legen. Die Schuhe an die Seite, jede Nische komplett ausnutzen. Flaschen könnt ihr zum Beispiel unter den Vordersitz schieben, denn da nehmen sie sehr wenig Platz weg. Schuhe könnt ihr auch noch dazu stopfen. Jeder sollte etwas auf den Schoß nehmen, damit man weiterhin noch Platz sparen kann. Auf der Rückbank in die Mitte kann man noch 2 Taschen übereinander stellen. Was ganz wichtig ist, ist eine Dachbox. In diese solltet ihr alle großen Sachen hineinpacken und die Nischen mit kleineren Sachen auffüllen, wie Jacken und so weiter. Auch auf der Fahrerseite bzw. unter dem Fahrersitz solltet ihr Flaschen und Schuhe unter den Sitz schieben. Nutzt auf jeden Fall jeden Zentimeter aus. Wenn ihr früher mal Tetris gespielt habt, hat dies einen großen Vorteil. Im Kofferraum ist Platz für die Hunde. Bei diesem Renault ist es zum Beispiel so, dass unter dem Kofferraum noch ein kleines flaches Fach ist. Diese könnt ihr auch auffüllen mit flachen Sachen wie zum Beispiel Flaschen, Hundedosen und sonstigen Nahrungsmitteln, die ihr im Urlaub benötigt. Darüber könnt ihr dann Taschen packen, die ihr dann später beim Ausladen von euren ganzen kleinen Sachen nutzen könnt. Wie auch Hundedecken und weiche Kleidung. Könnt ihr darunter packen und die Hunde sitzen darauf sogar noch sehr weich. In die Schräge dahinter könnt ihr wieder Schuhe oder andere Kleinteile gut verstauen. Nutzt auch die Seiten aus, wo die Radkappen darunter sind. Steckt in jede Nische etwas hinein. Nur so könnt ihr das schaffen, mit 4 Personen und 2 Hunden gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag weiterhelfen, würde mich sehr über ein Like freuen, abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!